So, nach unserem Regaleinbau bei Remektro sind wir hier wieder zu Manfred und Sönke gefahren. Und was soll Manfred auch anderes machen? Hier steht schon wieder so ein riesen Wohnmobil, ein Globetrotter XLI, und der bekommt einen neuen Wechselrichter. Einen größeren, ja. Fummelarbeit, aber Manfred kriegt das hin. Wir sind ja hier bei e-bike-solarpower.de bei Manfred, und der macht hier gerade schöne Elektrik für einen XLI, und das ist der schwäbische Durchgang. Billiger geht's nicht. Das, was ausgesägt wurde, kommt eine Platte drauf, Schraube durch und schon kann man es verschließen. Ja, und wie ich den Manfred da so basteln sehe und ein Loch in den Boden der Garage bohren sehe, frage ich ihn, wofür das Ganze, was denn da jetzt verbaut wird. Und dann sagt Manfred, da kommt jetzt ein zweiter MPPT-Regler rein mit einem Kabel und einem Stecker, der nach unten raus geführt werden kann. An diesen Stecker kann dann ein Solarpanel, Solarkoffer oder Solartasche, wie man es gerade nennen möchte, zusätzlich an die normale Solaranlage des Wohnmobils angeschlossen werden. Sinnvoll gerade so wie in Spanien oder im Winter und im Herbst, wenn die Sonne recht tief steht und dann die waagerecht aufliegenden Solarplatten auf dem Dach des Wohnmobils ja doch nicht die volle Leistung bringen, dann kann man eben zusätzlich so einen Solarkoffer aufstellen, der natürlich durch den Winkel viel besser zur Sonne ausgerichtet werden kann. Und der bringt dann nochmal richtig zusätzliche Leistung. Also bei dem MPPT-Regler sind das volle 200 Watt, die da angeschlossen werden können. Das bringt zwischendurch lässig mal 150, 160 Watt zusätzlich. Und ich so, Manfred, warum habe ich das noch nicht? Ich habe ja in der Zwischenzeit auch so eine Solartasche. Okay, die hat nur 100 Watt, aber dann werde ich mir natürlich eine 200er besorgen und kann dann mit theoretischen 800 Watt unsere Lithium-Ionen-Batterie im Wohnmobil laden. Manfred, hast du noch einen MPPT-Regler da? Und Manfred hat noch einen da. Bitteschön. Also, lassen wir uns auch noch einen einbauen. Ja, und eins können wir euch auf jeden Fall noch empfehlen. Wenn ihr mal eine Solaranlage in euer Wohnmobil verbauen lassen wollt oder die Solaranlage erneuern wollt, irgendwelche Reparaturen daran habt, meldet euch hier bei Manfred Gammert. Absoluter Profi. Unsere Anlage ist jetzt über 4 Jahre drin. Wir haben sie zwischendurch 2-mal schon von ihm sozusagen aufwerten, erweitern lassen. Manfred sorgt andauernd für Verbesserungen, die dann durch Updates über die App passieren. Da macht er dann die neuesten Einstellungen von zu Hause aus. Er kümmert sich also hundertprozentig um uns als Kunden. Und ja, ich muss sagen, wir sind ja in der Zwischenzeit Freunde geworden. Die beiden sind so klasse. Und da machen wir auch aus Überzeugung sehr, sehr gerne Werbung hier für Manfred. Denn wir sind hier hochzufrieden mit der Arbeit, die er jedes Mal macht. Und das hören wir auch andauernd von anderen. Wir kommen vom Einkaufen wieder. Die Silke war so lieb und hat uns ihren Mini-Porsche geliehen. Somit braucht man nicht mehr mit dem Wohnmobil irgendwo auf dem Einkaufsmarktparkplatz fahren. Und wir kommen wieder. Und da ist der Manfred schon fertig, hat schon alles verbaut. Und schaut, unser Solarpanel, hier dieses Kofferpanel, ist schon angeschlossen und lädt schon. Ja, und hier unten neben dem EBL hat Manfred den MPPT-Regler eingebaut, angeschlossen ans EBL, und ruckizucki funktioniert das. Absolut super. Schon können wir 100 oder auch 200 zusätzliche Watt einspeisen. So, und dann gucken wir mal, hier ist der Stecker verlegt worden. Da liegt er. Von hier aus kann man Verlängerungskabel nehmen. Wir können die Klappe hier einfach zumachen. Das Kabel lässt sich noch bewegen. Es lässt sich nicht abziehen, weil die Klappe abgeschlossen ist, und es ist total sinnvoll untergebracht. Wir legen jetzt hier draußen so ein 10 Meter Kabel, können die Tasche schön bewegen, und da stehen sie.
Jetzt hier teste ich gerade zwei Taschen. Und ja, das ist natürlich jetzt der Hammer, ne? Mit dieser Solartasche kann man jetzt zusätzlich in diesem Fall 100 Watt einspeisen. Zurzeit macht er gerade 75, habe ich geguckt. Und ja, wir stehen jetzt hier auf dem Stellplatz in Plüsserath. Wir stehen mit mehreren Fahrzeugen. Dadurch habe ich nachmittags für ungefähr 2 Stunden Schatten auf dem Dach. So wie die Sonne weiter rum ist, kann ich aber zusätzlich nochmal 100 Watt, okay, im Schnitt vielleicht so 70, 80, 90 Watt einspeisen. Zu den 400, die wir auf dem Dach haben, die natürlich flach liegen, nicht zur Sonne ausgerichtet sind. Im Hochsommer bringt das natürlich mehr, jetzt im Frühling noch nicht so ganz so viel. Ich schätze mal so 70% wahrscheinlich, aber das ist einfach so. Wir werden uns auch noch mal eine 200er Tasche besorgen und dann entweder eine zweite 100er oder eine 200er. Das sind immerhin dann zusätzliche 200 Watt, die man zum Einspeisen nutzen kann. Im Frühling, im Herbst, im Winter, wenn die Sonne halt noch nicht so hoch steht. Oder wenn man irgendwo ein bisschen im Schatten steht, zusätzlich die Tasche aufstellen und man hat noch mehr Energie.